Servus, willkommen auf meinem Kanal zurück. Ja, heute wieder in meiner schnuckligen Ecke, mein Käpple auf, mein gemütliches Tenga-T-Shirt. Und was habe ich heute gekriegt? Ich habe ein neues Päckle gekriegt von High Roller Records. Und da schauen wir mal rein. Und ich habe mal die Verpackung zugelassen, dass ihr auch mal seht, dass High Roller das echt sauber verpackt. Und jetzt gucken wir noch mal rein in das Ding hier. Okay, machen wir es mal auf, das Teil. So. Okay, was ist hier alles drin? Oh, Kartons. Da. Super, dass es schön einspannt, dass da nichts wackeln kann. Top Sache. Und weg damit. Und hier die Vinyls. Ja, klasse. Okay, holen wir mal raus. Die Dinger. Hier unten auch nochmal ein Karton. Da haben wir, dass es ein bisschen stabiler ist, dass wahrscheinlich nichts verbiegen kann und so. Ja. Also, schauen wir mal rein, was hier in dem guten Stück von High Roller drin war. Drehen wir kurz schön die Vinyls rum, dass ich sie schön richtig rum habe. Okay. Na, fangen wir mal an. Ja, fangen wir einfach mit der an. Okay, machen wir mal auf. Um was es hier heute geht. Okay. Und zwar um diese Band. Evil, 1983 in Kopenhagen gegründet. Ja, früher haben wir gesagt, das ist eine Heavy Metal Band. Seit 2017 sind die wieder aktiv. Okay, und das ist die Ride to Hell. Da soll Live-Songs drauf sein und Demo, ja, steht auch hinter drauf hier. Demo, Tape 1 von 1983, Evil, Son of a Bitch. Ja, da haben wir ja schon die Klassiker. Was da drauf ist, und auf Seite B. Ja, live, soll Live-Aufnahme sein. Bin mal gespannt, wie das klingt. Wie gesagt, die Band, die kenne ich schon seit früher. Da habe ich die ältere LP, die Evil Message. Und die haben wir damals auch auf und runter gehört. Nur habe ich die leider nie auf Vinyl gehabt. Und die habe ich jetzt bei High Roller entdeckt. Und habe mir gleich noch die andere auch mitbestellt. Und bin mal gespannt, wie das klingt. Aber da kann ich ja dann mal ein Review dazu machen, wie sich die Dinger anhören. Also, jetzt holen wir das mal raus. Habe ich euch eigentlich die Rückseite auch schon gezeigt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Mein Gott, bist du vergesslich, echt. Furchtbar. Also, das ist die Rückseite. Okay, und es soll ein farbiges Menü sein. Also, holen wir die mal raus, die Dinger. Ist da noch was drin? Ja, ist noch was drin. Und zwar ein Inlay. Okay, zeigen wir zuerst die Seite. Right to Hell. Vorderseite, die Rückseite. Live-Bilder. Ja, Live-Bilder und so drauf. Super. Toll. Gefällt mir. Schön. Also. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Vinyl an. Und klasse, ja. Gefütterte Innenhülle. Super Sache. Wieder ein Pluspunkt für High Roller. So. Oh, klasse. Super. Sieht cool aus. Echt. Top. Orange und ein bisschen ja, schwarze und helles Blätter drin. Ja, das ist jetzt mal die Vorderseite. Und dann muss ich so ein bisschen drehen, dass das nicht gerade so auf dem Kopf steht. Und die Rückseite. Ja, da bin ich echt mal gespannt, hey, wie die klingt. Wie gesagt, sollen auch die ersten Demos drauf sein. Son of a Bitch und Evil und dann nur Live-Songs. Dann wir das auch mal kurz rein. Und die habe ich echt schon auch eine Weile gesucht. Vor allem die Evil Message, wo wir früher immer gehört haben. Klasse, da tue ich es jetzt nicht rein. Das dauert sonst alles zu lang. Dann wird es euch wieder langweilig und ihr schaltet um. Okay, dann kommen wir mal zu der nächsten. Und genau diese hier, um diese hier, die ist mir eigentlich gegangen. Die tun wir jetzt auch raus. Das ist auch cool. Kann man hier aufziehen. Ist auch super. Vinyl bleibt geschützt. Legen wir auf die Seite. Und genau diese hier geht es. Die wollte ich unbedingt haben. Die Evil Message von 1985. Ist eine EP. Mit 5 Lieder drauf. Und da sind natürlich die Knaller drauf. Wie Evil, Evil's Message, Son of a Bitch,
Ja, da, hey, ich freue mich drauf, die mal wieder richtig anzuhören. Und auf Vinyl, top, wirklich. Zeige ich euch auch mal die Rückseite. Ja, das freue mich schon richtig, wirklich. Okay, dann gucken wir mal da rein. Ah, da ist auch wieder Inlay drin. Okay, oh, was für alte Bilder, verdammt. Was für alte Bilder. Cool. Die Band. Und die Rückseite. Klasse. Echt super, hey. Sehen wir auch gleich mal wieder rein. Hier. So. Und auch da hier gefütterte Innenhülle. Einfach spitze. Oh, die ist geil. Oh, die gefällt mir. Die sieht klasse aus. So gelblich. Schwarzes Blätter raus hier. Ja, die ist klasse. Echt. Die gefällt mir. Doch mich dann höre noch viel mehr Spaß. Cool. Echt super. Und die andere Seite. Ey, top. Ah, da freue ich mich drauf. Super. Ja, deswegen suche ich als immer ein bisschen so rum im Internet nach einfach gezielt nach auch älterer Musik. So wie diese Scheibe jetzt hier. Und ich habe auch nicht gewusst, dass die jetzt neu hin oder das Ride to Hell auch hier, wo anscheinend die Demos drauf sind, die erste. Und noch ein paar Live-Songs. Bin echt mal gespannt, wie das Ding klingt. Okay, und dann kommen wir zur nächsten, zur Book of Evil. Zu dieser hier. Die ist rausgekommen 2022. Ja, das finde ich cool, dass die Jungs wieder aktiv sind und das habe ich, dass ich das auch wieder mitgekriegt habe. Das finde ich echt klasse. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass die wieder aktiv sind und auch wieder neue Scheibe sogar veröffentlicht. Da habe ich jetzt noch gar nichts gehört von der. Bin ich echt mal gespannt, wie das klingt. So, hier haben wir die Rückseite. Ob die echt so geil sind, wie sie früher so auch waren, bin ich echt, echt gespannt. Hey. Okay, dann gucken wir auch hier mal rein. Ah, bedruckte Innenhülle, okay. Aber was ich wieder vermute, nicht gefüttert. Ja, wird nachher gleich ausgetauscht in der gefütterten Innenhülle. Zeige ich erst, wenn die Vinyl. Ah, die ist clear, aber nicht ganz durchsichtig. Ist nicht ganz so durchsichtig, ja. Diese Seite. Und das ist auch richtig umhebt. Diese Seite, das ist so milchig, ja. Also man kann ja durchgucken und hier sehe ich auch schon wieder leider ein bisschen Schmutz auf der Scheibe drauf, auf der Vinyl. Ah, die kommen immer dreckig, ja. Man wird nicht mehr los. Den Schmutz. Okay, dann zeige ich euch mal die bedruckte Innenhülle mit den Texten drauf. Ah, das finde ich auch super, dass die Texte drauf sind. Leider nur schade, dass sie nicht gefüttert sind. Echt schade. Die andere Seite und hier auch noch ein super Bild unten drauf. Gefällt mir richtig gut. Und halt, dass die Texte dabei sind. Top, bin echt mal gespannt, wie die Jungs jetzt klingen. Nach so viele Jahre. Okay. So, und dann kommen wir noch, die wo ich mir auch mitbestellt habe. Bei High Roller Records. Und zwar, das ist die Omen Battle Cry. Von denen habe ich auch schon andere Vinyls, einige. Und das ist eine Power Metal Band aus LA. Gegründet war 1983 bis 88 haben sie sich dann aufgelöst und 96 haben sie wieder zusammengefunden. Und das ist aber die Battle Cry von 1984, die ist veröffentlicht war damals auf Metal Break Records. Ja, und die wollte ich auch unbedingt haben, habe sie jetzt auch gefunden. Bei High Roller. Ja, das sollte ich vielleicht nicht zu oft wiederholen, gell? Vielleicht auch nicht so gut. Okay, dann gucken wir mal die Rückseite an. Auch klasse, freue mich auch richtig, ey, wie die klingt. Vom Sound her. Soll ja anscheinend auch eine Splatter-Vinyl sein. Jetzt mache ich mal auf, innen drin.
Auch geil, hier sind die Texte drin. Klasse. Finde ich auch wieder super, wenn die Texte dabei sind immer. Ich zeige euch auch mal das, und nur aufpassen, dass die Menü nicht rausfällt. Die Rückseite, wenn es aufklappt, ist das Cover. Und ist halt cool, ist halt anders wie eine CD. Hier hat man ein richtig geiles Cover und groß und ja, das freut mich richtig, ey. Top. Also gucken wir mal rein, was hier alles drin ist. Oh, hier kommt gleich einiges raus. Ach, warum hat das eine immer ein bisschen, wenn so viel drin ist, einfach ein bisschen größer? Okay, was ist hier? Okay, die Vinyl und oh, ich denke, das ist ein Poster. Da ist ein Poster dabei, das finde ich ja richtig genial. Und zwar das Artwork. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So weit wie ich kann in mein kleines schnuckeliges Eck hier. Und ich hoffe, ihr seht es gut. Mit dem Artwork drauf. Hinter ist nichts drauf. Sage ja immer, das ist klasse. Brauchen wir nicht suchen, wie rum es mal dreht. Tue ich mal geschwind kurz wieder rein hier. Und dann kommen wir zum Wichtigsten. Auch hier, Pluspunkt. Gefütterte Innenhülle. Super Sache, einfach top. Absolute Pluspunkte. Und oh, geil. Super. Top. Wirklich. Die ist clear, also durchsichtig, mit Orange, ein bisschen grau, ein bisschen weiß, also so hellgrau. Echt geil. Bin ich auch mal gespannt, wie die klingt. Das ist die Seite hier. Und dann zeige ich euch auch noch die andere Seite. Ja, okay, jetzt machen wir wieder Werbung für Riesen High Roller Records. Und ja, sieht auch ja sauber aus hier. Ist ein bisschen was, oder? Nein, ist eigentlich nix. Nö. Cool, sauber. Also top. Freue mich auch drauf. Auf diese Scheibe, die anzum Hörer, wie gesagt, ich habe andere Ohmenscheibe auch noch. Und auf die freue ich mich jetzt auch richtig, weil die habe ich jetzt noch nicht gehabt. Auf Vinyl. Diese Scheibe, und da freue ich mich drauf, die anzuhören. Okay. Und in diesem Sinne, das war es eigentlich schon von meinem kleinen Unboxing, was ich so von High Roller gekriegt habe, was ich mir bestellt habe. Wie gesagt, das sind eigentlich ältere Scheibe oder ältere Bands, sagt man so. Neue Scheibe, ältere Bands. Und bis auf diese hier, 2022 rauskomme, die Evil. Habe ich noch nie gehört, bin echt gespannt. Das ist wieder so ein bisschen Blindkauf, aber ich kann ja da mal echt ein Review dazu machen, zu der Evil, wie die heute klingert und wie sie damals geklingt haben. Okay, und in diesem Sinne war es das jetzt von dem kleinen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir einen Kommentar da und danke fürs Zugucken. Und auf jeden Fall, ihr wisst ja, in diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis.